Das Stück beginnt mit einer Warnung. Die drei Orakel warnen vor einer herannahenden Katastrophe und sie sehen Verwüstung und Verlust. Und dann gehen sie und wir sehen sie nie wieder. Aber sie behalten recht, denn diese Katastrophe tritt auch ein. Und im schwebenden Raum erscheint plötzlich eine Insel. Ja, durch einen Lichtstrahl, wie so im Universum, entsteht dieser magische Ort. Und auf dieser Insel landen Figuren aus verschiedenen Werken von Telemann. Und zwar Narzis, Orpheus, Don Quixote, Sancho Panza, Germanicus und Bacchus. Und was haben all diese Leute gemeinsam? Genau, nämlich gar nichts. Also sind sie aus verschiedenen Werken, können miteinander nicht kommunizieren und finden auch keinen Ausweg von dieser Insel. Und als sie dann auch noch auf eine Kuh treffen, ist das Geheimnis perfekt, weil sie wissen gar nicht, was jetzt passiert. Diese Kuh ist aber kein gewöhnliches Tier, sondern ein spirituelles und eher göttliches Wesen. Und plötzlich erscheint sie in verschiedenen Formen und für jeden auch individuell. Das heißt, jede der Figuren fängt an, einen individuellen Prozess mit ihr zu durchleben. Und als dann auch noch ein wundersames Kind kommt, dann wird es den Figuren langsam klar, dass die Insel doch nicht das ist, was sie dachten und dass jetzt etwas Größeres stattfindet, wovor sie sich retten müssen.